Muss man als Physikprofessor viel beruflich reisen? Was ist meine Meinung zu Stringtheorie? Und wenn du ein neues Teilchen oder Quasiteilchen entdeckst, wie findest du einen passenden Namen dafür? Diese und viele andere Fragen, über die Nobelpreise übrigens auch, beantworte ich heute. Wir spielen russisches Roulette. Bleib dran! Zuerst eine kleine Ankündigung. Bald gibt es eine neue Collab, und zwar mit dem deutschen Startup Teach. Teach entwickelt verschiedene Tools fürs Online-Lernen, ein digitales Klassenzimmer zum Beispiel. Dieses Video ist übrigens nicht vom Teach gesponsert. Und unter anderem veranstalten sie die sogenannten Inspiration Days. Sie laden verschiedene Leute ein, viele mit ziemlich exotischen Berufen wie Astronautin, Politikerin oder Fußballspieler, damit sie Kindern und Jugendlichen erklären könnten, was das bedeutet, so einen Beruf auszuüben. Die nächsten Inspiration Days finden 24. bis 26. November statt und ich halte dort als Gast auch einen Vortrag, obwohl ich als Physikprofessor eigentlich keinen exotischen Beruf habe. Die Anmeldung ist kostenlos, auf jeden Fall für Schulen und Klassen und vielleicht die anderen können sich irgendwie auch anmelden. Und das würde mich auch sehr freuen, wenn du dabei sein könntest. Das Event sieht extrem interessant und nützlich aus. Okay, jetzt fangen wir mit den Fragen an. Das Mensch fragt, können Sie oder irgendjemand mir erzählen, wie der Song vom Intro heißt? Endlich, nach 1,5 Jahren hat mich jemand gefragt, wie mein Intro-Song heißt. Der Song von meinem Intro heißt Valenki. Valenki sind die russischen Winterstiefel, kann man sagen. Es ist extrem schwer zu erzählen, man muss das wirklich sehen und spüren. Sie sind extrem warm. 1942 beim Stalingrad haben die russischen Soldaten Valenki getragen. Reiner Zufall, entscheiden Sie selbst. Und der Song tauchte auch damals, also in den Kriegszeiten auf. Ich sage auftauchte da. Viele Leute, also viele Russen glauben, dass Valenki ein Volkssong ist. Das stimmt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich wurde dieser Song von irgendjemandem schon im 20. Jahrhundert komponiert, aber popularisiert wurde er durch Lydia Ruslanova, die sehr viel vor russischen Soldaten während des Krieges gesungen hat und diesen Song auch. Tobias S. fragt, könntest du vielleicht auch mal ein detailliertes Video über deine eigene Arbeit machen? Diese Frage bekomme ich ehrlich gesagt sehr oft in verschiedenen Variationen. Also entweder ein Video über meine eigene Arbeit, also über die Themen, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige, oder über meinen Tag, was ich jeden Tag Stunde für Stunde mache. So einen Vlog würden sich manche Leute auch anschauen. Ich denke noch darüber nach, wie ich so ein Video über meinen Tag am besten drehen könnte, ohne zu viel in diesem Video zu lügen oder zu übertreiben. Was ich jeden Tag mache, ist, ich sitze vor meinem Laptop und beantworte E-Mails, schreibe Artikel, schreibe Grants. Ich rede sehr viel mit meinen Leuten, entweder auf Zoom oder persönlich. Physik bedeutet im Großen und Ganzen sehr viel reden. Und wenn ich alles so darstelle, wie es eigentlich ist, wird vielleicht niemand so ein Video sehr gern schauen. Wenn ich auf Konferenzen gehe, kann so ein Video viel dynamischer und interessanter werden. Jetzt reise ich nicht so viel und über berufliche Reisen als Physikprofessor sprechen wir noch in diesem Video ein bisschen später. Auf jeden Fall, wenn du Vorschläge hast, über welche Aspekte meiner Arbeit du sehr gerne erfahren möchtest oder ich ein Video drehen soll, schreib mir bitte in die Kommentare. In dem, was die Themen betrifft, mit denen ich persönlich jeden Tag und Tag für Tag arbeite, versuche ich schon ein bisschen davon in verschiedene Videos zu inkorporieren. Zum Beispiel, es gab diesen Video über den großen Fehler der Pharmaindustrie und dort ging es um chirale Moleküle, mit denen ich auch jeden Tag arbeite. Und ich habe dort ein bisschen auch über unser eigenes Projekt gesprochen, wo wir chirale Moleküle auf verschiedenen Oberflächen studieren. Und ich habe schon auch mal ein Video über Quasiteilchen gedreht und ein bisschen auch über unser eigenes Quasiteilchen, das Angylon, gesprochen. Ein ganzes Video über meine eigene Arbeit zu machen mit allen theoretischen Details, Herleitungen, Berechnungen, wäre vielleicht, finde ich, zu technisch. Und ich meine nicht, dass so ein Video zu technisch für die Laien wäre, sozusagen, und nur für Experten geeignet wäre, sondern wenn ich, also als Experte in einem sehr engen Bereich der Physik, von anderen Bereichen der Physik höre, bevorzuge ich auch zuerst eine qualitative Abbildung zu hören und zu verstehen, was im Allgemeinen
Leute da machen. Und dann später, wenn das nötig ist, kann man viel tiefer in Details gehen und Hamiltoniane und Lagrangiane schreiben. Aber dieser Prozess dauert ziemlich lang und ich meine nicht nur Stunden, kann auch Tage oder Monate dauern. Und vor allem muss dieser Prozess interaktiv sein. Das heißt, Wissenschaft kann man nicht durch ein Video beibringen. Man kann eine Geschichte erzählen, aber um wirklich alle Details zu verstehen, braucht man eine Live-Diskussion. Also du stellst mir Fragen, ich beantworte sie und Schritt für Schritt verstehst du, was ich mache, verstehe ich, was du machst. Aber durch ein Video alle Details der wissenschaftlichen Arbeit beizubringen, glaube ich, ist unmöglich. Soho fragt, wieso lässt du im Hintergrund ganz leise Klaviermusik laufen? Das stimmt. Jetzt drehe ich die Videos draußen in Niederösterreich, aber in Wien, in unserer Wohnung, kann man manchmal diese leise Klaviermusik hören. Dort kommt diese Musik von oben oder von unten. Also es gibt einen Klaviermeister, ein Maestro, der in unserem Gebäude wohnt und Klavier den ganzen Tag spielt. Er spielt extrem gut, manchmal ab 7 in der Früh bis 23 Uhr, aber er spielt extrem gut. Wir sehen bald aus. Viele Leute fragen mich, was ich von der Stringtheorie halte. Ich habe ehrlich gesagt keine extrem starke Meinung dazu. Ich finde diesen Bereich ziemlich besonders und ich sage nicht diesen Bereich der Physik, da es im Prinzip noch nicht klar ist, ob Stringtheorie wirklich zur Physik gehört. Und es gibt nichts Schlimmes daran. Mathematik ist auch keine Physik oder Biologie oder Literatur. Das ist nicht schlimm. Physik ist eine Disziplin und wir haben schon viel darüber gesprochen, die quasi durch die physikalische Methode definiert wird. Also alles ist Physik, was von Physikerinnen und Physikern gemacht wird. Sehr grob gesagt. Und die physikalische Methode basiert auf dieser engen Zusammenarbeit zwischen der Theorie und dem Experiment. Also man braucht einen ständigen Austausch von Ideen und Resultaten zwischen Theoretikern und Experimentatoren. In der Stringtheorie ist das nicht wirklich der Fall, da es noch keine Experimente gibt und auch wahrscheinlich in der vorsehbaren Zukunft keine Experimente geben wird. Andererseits, wenn ich das richtig verstehe, sieht die Stringtheorie auch ziemlich exotisch aus der Sicht der reinen Mathematik. Also man beweist nicht viele Theoreme extrem exakt und genau wie die mathematische Methode das verlangt. Also für mich liegt die Stringtheorie irgendwie zwischen der theoretischen Physik und reiner Mathematik und Stringtheoretiker haben schon sehr viele Entwicklungen in Mathematik stimuliert. Deswegen hat Ed Witten, der Hauptstringtheoretiker, schon ein Fields Medal bekommen und keinen Nobelpreis zum Beispiel. Viele Mathematiker interessieren sich für diese Strukturen, die in der Stringtheorie auftauchen und versuchen, das weiter mathematisch zu entwickeln. Aber viel mehr kann ich über die Stringtheorie leider nicht wirklich erzählen. Das ist nicht mein Bereich der Physik. Kandiger fragt, können Sie ein Video zu Quantenteleportation machen? Das mache ich sehr gerne, aber erst nachdem Anton Zeilinger den Nobelpreis bekommt. Wie versprochen. Sandra Sandy fragt, ob das berufliche Reisen wirklich ein Vorteil oder Nachteil des Forscherlebens ist. Eine sehr gute Frage. Als Forscher muss man oder musste man vor Corona sehr viel reisen. Mehrere Jahre lang habe ich vielleicht 10 bis 15 Vorträge jedes Jahr gehalten, überall in der Welt, in Europa, in den USA. Und ehrlich gesagt macht das natürlich übertrieben Spaß. Man trifft immer extrem interessante und kluge Menschen, mit denen man kann auch informell reden, auf Coffee Breaks, Kaffee zusammen trinken und über Physik reden, was Neues lernen. Das Reisen an sich macht auch sehr viel Spaß und man bekommt neue Emotionen, Eindrücke. Die Frage ist, ob als Wissenschaftler man die Zeit hat und die Energie hat, damit man das wirklich schätzen kann. Ich würde sagen, dass ich einerseits extrem froh bin, dass ich so eine Möglichkeit hatte, so viel reisen zu dürfen, aber andererseits bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich seit März 2020 fast keine berufliche Reise hatte. Hier in Wien besuchte ich einige Zeit, also einige Monate, einen Rhetorik-Club, also einen Club für die Leute, die besser Speaker werden wollen. Und dort hat mir jemand gesagt, weißt du, was mein Traum ist? Also quasi Life Goals. Ich stelle mir vor, ich bin auf Hawaii in einem luxuriösen Hotel und ich halte eine Rede, quasi die Rede meines Lebens und Leute hören mir zu, stellen Fragen und dann, das ist mein Endziel.
Und ich dachte, ja, ja, das wäre super cool. Aber warte, vor 5 Jahren habe ich schon einen Vortrag gehalten auf Hawaii in einem riesigen Konferenzzentrum. Viele Leute haben mir zugehört und Fragen gestellt. Das fühlte sich gut an, aber auch nichts wirklich Besonderes. Und die 26 Stunden Reise nach Hawaii mit 2 oder 3 Flügen ist auch ein bisschen erschöpfend. Also diesen Kick bekommt man zu einem Zeitpunkt nicht mehr, von solchen Lebensereignissen wie auf Hawaii einen Vortrag zu halten. Aber das macht wirklich Spaß und ich freue mich sehr darauf, wieder reisen zu dürfen. Viele Kommentare habe ich über den Nobelpreis bekommen. Sie werde ich vielleicht hier nicht zeigen, da der Stil von vielen solchen Kommentaren mir nicht wirklich gefällt. Aber die Frage, die man sehr oft in solchen Kommentaren stellt, kann man auch ein bisschen höflicher umformulieren. Überhaupt alle sind die echten Experten oder die Sofa-Experten in solchen Bereichen wie Fußball, Literatur und natürlich die Politik. Jedes Jahr gibt es sehr viel Schrei und Streiten im Internet, dass zum Beispiel der Friedensnobelpreis politisch verliehen wurde. Also Friedensnobelpreis ist politisch per Definition. Oder die Literaturnobelpreis auch politisch verliehen wurde und nicht für die Qualität der Literatur, was auch immer das ist. Und die Frage ist, wenn man zum Beispiel dem Friedensnobelpreis oder dem Literaturnobelpreis nicht vertrauen kann, warum kann man dem Chemienobelpreis oder dem Physiknobelpreis vertrauen? Oder wie kann man die Entscheidung beurteilen, wenn man kein Experte in Physik oder Chemie ist? Meiner Meinung nach auf jeden Fall ja. Also dem Physiknobelpreis kann man vertrauen. Und für viele Chemienobelpreise oder sogar Physiologie- und Medizinnobelpreise kann ich irgendwie verstehen, warum diese Entdeckung einen Nobelpreis verdient hat. Zum Beispiel die asymmetrische Katalyse, die die letzte Woche den Chemienobelpreis bekommen hat, ist auf jeden Fall auf diesem Niveau. Wie ich in meinen letzten Videos erklärt habe, gibt es immer Nuancen. Also es gibt immer viel mehr Menschen, die sich im Prinzip auf demselben Niveau ungefähr befinden wie die Nobelpreisträger, aber die trotzdem keinen Nobelpreis bekommen haben, aber einen bekommen könnten. Und es gibt fast jedes Jahr Diskussionen, ob diese 3 Laureaten wirklich das Wichtigste geleistet haben unter zum Beispiel diesen 5 potenziellen Laureaten. Aber was am wichtigsten ist, es gibt vielleicht keinen Physiknobelpreis, der wirklich falsch verliehen wurde. Über den man wirklich sagen kann, schau mal, diese Entdeckung ist eigentlich überhaupt nichts wert. Oder wenn es sich nach 20 Jahren herausgestellt hat, dass diese Entdeckung wirklich unbedeutend ist. Die Nobelpreise werden erst dann verliehen, wenn es schon überhaupt allen klar ist, wie wichtig und bedeutend die Entdeckung ist. Manchmal passiert das ziemlich schnell, wie mit dem Laser-Nobelpreis oder mit Graphen, aber manchmal dauert es, normalerweise dauert es viel länger. Der zweite und vielleicht der wichtigste Punkt ist, kannst du dir vorstellen, auf welchem Niveau sich diese Leute befinden? Ich meine, wie schwer das ist, zu verstehen und zu entdecken, das, was sie über Physik, über die Natur verstanden haben und wie lange es dauert, wie viel Arbeit sie reingesteckt haben. Es geht hier nicht nur um die Physikausbildung, es geht um 20, 40 Jahre harte Arbeit, damit man anfangen kann, das wirklich zu verstehen, ob diese Leute einen Nobelpreis wert sind oder nicht. Und in Physik funktioniert das einfach nicht so, dass man auf Anhieb eine Meinung dazu formulieren kann oder sogar haben darf. Das ist keine Politik oder Literatur, wenn es viele Sofa-Experten gibt, die eine Meinung zu allem haben. In Physik ist es unmöglich. Also man muss den Experten vertrauen. Und ähnlich. Informatik-Freak fragt, wie kommen Wissenschaftler auf den Namen von neu entdeckten Teilchen? Ich finde Angulon irgendwie sehr logisch. Okay, dieser Kommentar ist wahrscheinlich zu meinem Video über die Quasiteilchen, wo ich auch über das Quasiteilchen gesprochen habe, das wir entdeckt haben, das Angulon. Wie nennt man ein neues Teilchen oder ein neues Quasiteilchen, ist wirklich schwer zu sagen. Okay, es gibt die Tradition, diese Endung on zu verwenden. Diese Endung wurde vielleicht zuerst für das Elektron und das Proton verwendet, was im Griechischen der Bernstein, glaube ich, für Elektron und das erste für Proton bedeutet. Aber später wurde diese Endung für alle möglichen Teilchen verwendet und auch für die Arten von Teilchen wie Bosonen und Fermionen. Das erinnert mich sofort an die folgende Geschichte. Richard Feynman und Murray Gell-Mann haben sehr lang zusammengearbeitet an Caltech, also an der California Institute of Technology in den USA. Mit der Zeit war die Beziehung zwischen den beiden Nobelpreisträgern ein bisschen kälter geworden. Laut Murray Gell-Mann, er hat das in vielen Interviews erwähnt,
hat Feynman extrem viel Zeit dabei verbracht, dass er lustige Geschichte und Anekdote über sich selbst geschrieben quasi oder erzählt und verbreitet hat. Und das stimmt vielleicht. Feynman war wahrscheinlich ein bisschen egozentrisch und versuchte extrem cool zu sein und noch cooler und noch besser rüberzukommen, als er eigentlich war. Und das störte vielleicht Murray Gell-Mann ein bisschen. Und sie hatten einen ständigen Beef sozusagen. Und eine Episode davon war folgende. Murray Gell-Mann, wie du vielleicht weißt, hat die Quarks, also er hat den Begriff Quark vorgeschlagen als Theoretiker. Und Feynman hatte eine alternative Theorie mit Teilchen, die er Partons genannt hat. Und diesen Begriff fand Murray Gell-Mann widerlich, weil Parton, das klingt wie Elektron oder Proton, mit dem Unterschied, dass Parton besteht aus dem lateinischen Stamm, wie Part, Partia und so weiter, und der griechischen Endung On, was Murray Gell-Mann überhaupt unmöglich fand. Das war nicht erlaubt, lateinische Stämme mit griechischen Endungen zu kombinieren. Am Ende des Tages hat sich herausgestellt, wenn ich mich nicht irre, dass Partons kann man auch als Quarks und Gluons interpretieren und das war alles in Ordnung. Von Partons redet heutzutage niemand, alle haben nur von Quarks und Gluons gehört. Passiert. Und damals, als uns der Name Angulon eingefallen ist, haben wir auch ein bisschen darüber gedacht, ob es richtig wäre, einen lateinischen Stamm mit der griechischen Endung zu kombinieren, aber dann habe ich an Partonen erinnert und wenn Feynman das machen könnte, können wir das auch machen, oder? Und es gibt sehr viele solchen Frankensteins, Monster unter Teilchen- und Quasiteilchen-Namen. Und nicht nur. Zum Beispiel der Begriff Austria, also Austria, Österreich, Auster, wie Öster, ist ein altgermanischer Stamm, trotzdem mit der lateinischen Endung ia kombiniert. Und das funktioniert ziemlich gut, oder? Okay, das war's für heute. Hast du Fragen für das nächste russische Roulette? Stell sie in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.